Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Zack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Super Mario Maker. Ja, wie versprochen ist jetzt der vierte Teil dran, in dem ich eure Level spiele, die ihr mir hier bei Facebook oder auch bei YouTube oder eben aus dem Pirate Board geschickt habt. Und ich fange direkt an mit einem Level vom YouTube-User Don Rosinante. Dieses Level heißt Mario's Ghost Experience. Und ich bin sehr gespannt, was der gute Don da so zusammengebaut hat. Okay, wie der Name vermuten lässt, ein Geisterschloss-Level. Ah, sehr schön die Münzen eingelegt, um mir den Weg für meinen Sprung zu ebnen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich auf den Kugelwilli drauf muss oder ob ich da so rüberkomme. Das war gerade ganz knapp, merke ich. Weil hier der Feuerball nämlich höher kommt. Das heißt, ich muss meinen Sprung direkt timen. Passt. So, hier geht's anscheinend runter. Ja, okay. Da ist eine Tür. Gehe ich jetzt... Da ist ein versteckter Block. Oh, eine Feuerblume. Sehr schön. Stellt sich mir jetzt die Frage, gehe ich in die Tür rein oder nicht? Naja, ich bin ja neugierig. Von daher. Wow. Ah, ich konnte dich ja gar nicht töten mit dem Feuerball. Okay. Wenn ich diese Dinger hasse. Nein! Fick dich doch! Okay, das war einfach nur dumm von mir. Wow, 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 wow. Wait, what? Ah, was ist das denn für einer? Ich kenne die gar nicht. In welchem Mario gab es denn die Geister, die auf dem Boden waren? Sind die komplett neu? Wah. Hier ist ein Powblock. Okay. Also irgendwas wird er sich dabei gedacht haben. Ich komme aber noch nicht ganz dahinter. Was? Ja, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr dämlich. Weil jetzt ist die Zeit abgelaufen, bis ich da bin. Natürlich ist der Block jetzt weg und ich habe komplett verkackt. Aber gut, das geschieht mir recht. Aber ich diese Kringel mit den Geistern hasse. Oh! Okay. Meine eigene Dummheit. Jeder andere Spieler hätte das geschafft, nur ich war einfach zu blöde. Ich bin doch ehrlich, ich weiß nicht ganz genau, was ich da machen soll in der Tür. Ist die Feuerblume. Hier hat eine Kanone hingestellt. Okay, ich... Ah, kann ich den Ausrufungszeichen Schalter... Fuck it. Was auch immer, wie man das nennt, kann ich das mitnehmen? Durch die Tür? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wenn das geht... Ah, shit. Wenn das geht, dann muss ich wahrscheinlich zurück und da den Schalter benutzen. Testen das mal. Wenn ich jetzt nicht wieder verkacke. werf doch jetzt hier nicht den Scheißknochen. Ja, natürlich. Hau ab. Ah, ich wollte ihm auf... Ah, okay, ich bin dumm. Wow! Wow! Ach scheiße, ich hätte ja noch die Feuerblume machen können. Das hole ich direkt nochmal nach. Hallo? Feuerblume? Wo bist du? Okay. Ob ich jetzt nicht langsam mal wüsste, dass da diese scheiß Dinger kommen, die ich nicht feuerballen kann. Ich hab dich gerade gefeuerballt. Fick dich! Ah. Vor allem, ich glaube, das hat auch mit Absicht gemacht, dass er da einfach diese scheiß Feuerblume hingelegt hat. In dem Glauben, ha, ich bin jetzt bewaffnet, mir kann keiner was. Nur um deinen Gegner hinzupacken, die das überhaupt nicht juckt. Ich laufe jetzt einfach an den vorbei, ist mir egal. Ja, tatsächlich funktioniert das.
Boah, das war knapp. Ah, jetzt bin ich hier. Ah, nein! Oh, ich bin so dumm. Okay. Jetzt weiß ich aber, wo es lang geht hier. Und was ich tun muss. Ich habe schon wieder... Aufwachen, zack. Du musst die Feuerblume einsammeln. So. Und was willst du? Fick dich. So. Kein Bock, mich mit den Arschlöchern rumzuärgern. Ja, diese Geister auf dem Boden sind aber echt fies, ey. Kann ich nicht anders sagen. Weil, ach ja, siehst du, ich dachte jetzt, ich muss natürlich wieder springen, aber nö, musste ich gar nicht. Wieso sammle ich eigentlich Münzen? Eigentlich sind die komplett sinnlos. Wow. Hi. So, jetzt aber. Und ich sollte jetzt mal wieder auf das Feuer achten. Oh, das ist aber eine haarscharfe Sache. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal so ist oder ob das jetzt... Och nein, dieselbe Stelle schon wieder! Sag mal, ist doch nicht wahr. So, fickt euch, ihr scheiß Assis. Nein, nicht mich abwerfen, bitte. Oh, hier muss ich jetzt ganz genau aufpassen, wie ich springe. Hopp, 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 hopp. Ja, schon ein bisschen hakelig. Mit zwei Uhren. Ja, das lief irgendwie nicht so wie geplant. Was muss ich denn da bitte machen? No fucking way kommt man dadurch, ohne dagegen zu stoßen. Das geht gar nicht. Das reicht anscheinend auch nicht aus, um da hochzukommen. Oh, fuck it, ich hab's hier durchgeschafft. Oh. Was ist das denn? Wo kommt der denn her? Fickt euch doch alle. Geiler Scheiß, Mann. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ah, fuck you, ey. Nein, ich bin so ein dummes Stück Scheiße. Ah, Gott, ey. Ich hatte die Chance... hier eins da durchzukommen. Ja, natürlich ist da nichts. Ich muss da irgendwie an den Ranken hoch. Ah, ist das assi. Ja, leck mich doch. Oh, warte, muss ich den hier hinlocken und seinen...
Kopf als Sprung benutzen? Beziehungsweise als Tritt? Ja, genau so sieht's aus. Aber wie komme ich da jetzt bitte hoch? Geschweige denn weiter. Das checke ich jetzt nicht. Ich meine, ich muss doch hier irgendwo... irgendwie... es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, hier lang zu kommen. Das ist jetzt, komisch. What the fuck? Was geht mit den Sounds? Habe ich wahrscheinlich Block an falscher Ort und Stelle eingesetzt. Was anderes kann ich mir jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen. Wo geht's eigentlich hier so lang? Ah! Ich bin mir sicher, dass ich darüber muss. So, jetzt muss ich wirklich im letzten... Das reicht nicht. Kollege, da hast du was Falsches gebaut. Das passt nicht. Ah. Ich glaube, jetzt bin ich dir auf die Schliche gekommen. Okay, das bringt mir doch überhaupt nichts. Oh! Du bist ein mieser Hund. Oh. Kann man nicht anders sagen. Da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Ah, leck mich doch. Aber gut, jetzt weiß ich ja, wo ich lang muss. Ah, nein. Leben, bleibe hier, auch wenn du mir nichts bringst. Ach, aber darüber darf ich nicht, oder was? Dann check ich's doch nicht. Ich will doch nur hier raus. Ich raste aus hier. Ha, okay. So könnte es gehen. So, jetzt bin ich nämlich wieder hier oben. Dann laufe ich geschwind hier rüber. Und jetzt muss ich echt fix sein. Oh, leck mich doch! Sag mal, Junge, willst du mich komplett verarschen? Wo soll ich denn hier jetzt bitte noch lang? Ich war da oben und habe mir einen nutzlosen Pilz geholt. Ich bin wieder zurückgelaufen, weil ich dachte, die Zeit reicht nicht aus, um den Schalter zu aktivieren. Das war's auch nicht. Und wenn ich da bin, dann ist da nix. Wie um alles in der Welt soll ich denn hier weiterkommen? Kannst du mir das bitte mal verraten? Aber es muss ja irgendeinen Weg geben, sonst hättest du das ja wieder nicht hochladen können. Also bin ich anscheinend doch einfach nur zu schlecht. So, es ist nicht schaffbar, hier rechtzeitig anzukommen. Das geht einfach nicht. Ganz ehrlich, da kann ich nicht hin. Weil ich brauche hier so einen scheiß Block. Und da oben ist auch nichts.
Wie soll denn das gehen? Ich check's nicht. Oh, for fuck's sake. Ich bin so dumm. Nee, der war noch nicht da vorher. Der ist neu dazugekommen jetzt hier. So. Okay, jetzt können wir doch langlaufen. Nein! So, jetzt aber. Ich weiß ja jetzt ansatzweise, worauf ich mich hier einlasse. Nein, bleib doch da liegen jetzt, du. Scheiß Schalter. So, und da muss ich springen. Da kann ich rüberlaufen. Wow. Scheiße. Nein! Scheiße! Es hat mich aus dem Konzept gebracht. So. Hier kommt jetzt hier so ein schöner Helm runter. Nein, das schaffe ich nicht. Dann muss ich hier lang. Das bringt mir natürlich. Wow, cool. Nein! Ach du Scheiße. Okay, gehe ich in die einzige Tür, die es noch gibt. Jetzt komme ich hier oben raus, ja? Okay. Habe mich schon gewundert, wann ich endlich mal diese Tür da benutzen werde. Hier ist wieder ein Block. Wait, what? Scheiße, nein! Was war das denn? Das hat mich gerade ein bisschen überfordert. So, jetzt aber hier. Samba, Zamba! So, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich glaube, ich hatte oben eine Tür gesehen. Leck mich. Gehen wir da mal rein. Ha! Finally! Scheiße. Ah, Mist. Ah, doch. Ein Level bekommen. Juhu. Puh. Ach, Junge, ich muss schon sagen. Das war ganz schön tricky. Aber hat mir gut gefallen, ja? Es war auf jeden Fall gut durchdacht, das Level. Wenn ich nicht so dumm gewesen wäre und nicht an der, auf dieser einen Säule da nicht einfach mal nach oben gesprungen wäre, dann hätte ich schon viel früher diesen scheiß Knopf entdeckt und dann hätte ich mir sehr viel Ärger ersparen können. Sehr cooles Level, Don Rosinante. Wenn du noch weitere Level hast, dann poste sie doch in die Kommentare und ich probiere sie ganz gern aus. Ich denke, das war jetzt erstmal genug mal wieder für einen Part. Im nächsten Part geht es dann weiter mit einem weiteren User-Level. Ich hoffe, ihr guckt euch das dann auch wieder an. Vielleicht ist ja sogar euer Level dabei. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, tschö mit Ö.